Oh, wie er da rüber guckt. Papa? Oh. Alter, ist der groß. Herzlich willkommen zurück zu Ark Scorched Earth. Die Keks war so nett, weil es hier in Scorched Earth keine Gigas gibt. Sie aber ab und zu mal rüber wechselt zu The Island. Da hat sie uns zwei Eier mitgebracht. Und da geht's jetzt mal wieder an Aufzucht. Nur mal in etwas größeren Stil. Da. Mit einem Bowler, ui. Wow. Cornes. Weil da stand da Level 95? Nein. 60 habe ich schon einen gelevelt und einen, glaube ich, auf was auch immer. Hätte die Ebola wieder abgenommen, Mädchen. Oh, und okay. Das hier ist meine Allosaurus-Zucht. Da habe ich den hier, das ist mein erstes Baby, was ich rausbekommen habe, mit Level 200. Ja. Ach du Scheiße. Und hier habe ich eins, das ist hier das daneben, das ist Level 204 auch gewesen, glaube ich, irgendwas da. Zwei Allosaurus. Ja, dann bringe ich den mal nach Hause, ne, das Eyeline. Ja. Ja, die könnt ihr, ganz genüsslich da ja, in die. Die brauchen ein bisschen lange. So, also ich gehe einfach hier rüber und lass das fallen, ne? Ja. Ja. Höchstwahrscheinlich wird es zu kalt sein. Ja, du musst auch fallen lassen drücken. Aha. Und drop. Ich musste gucken, ob es zu kalt ist oder nicht. Wo steht das denn? Eigentlich steht denn da, aber da steht ja, dass es ihm nicht zu kalt ist. Ne, dann ist gut. Seht, wie groß meine Eier sind. Hoffentlich kriegst du den Giga da auch aus unserer Bude wieder raus. Ich hab keine Ahnung, wie groß ist der. Der ist, wenn er schlüpft. Ich hab doch gar keinen Namen. Ist ein bisschen groß, also ein bisschen. Da. Das ist ja knuffig. Der sieht aus wie Alf. Der rote Augen. Ist das normal oder ist der krank? Ja, die haben rote Augen. Du musst ihn auch prägen. Nee. Ja, schnell. Und Essen reintun ist ganz wichtig. Was hast du das Essen für ihn? Einmal. Was hat er für Wasser da bewertet und was für ein Level? Soll ich was reintun? Ich habe gerade kein Essen bei mir. Kannst du was reinpacken? Ja, mache ich. Was ist er für ein Level geworden? Ja, ist ein Level 21. Tap, tap, tap in die Wand. Über die Fackeln. Aua, 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 aua. Hallo. Nee, da stehst du noch ein bisschen doof. Du hängst ja mit dem Schwanz in der Wand. Das kenne ich, das ist doof. Elternbesuch, Giganautilus, putz dir mal die Kacke vom Popo hier. Ja. Er hat noch gar nicht gekackt. Du kackst bestimmt, wenn deine Eltern da sind. So wie mal Giganautilus. Sonst kommt das Jugendamt und dann wird dir der Giga weggenommen. Nein, der wird mir nicht weggenommen. Es kommt nicht das Dinoamt. Oh Gott, ich hab mir so ein Schnurrbart gewachsen. Die Eltern kommen gleich, ich muss mich rasieren. Oh, aus dem Weg. Da. Nein. Da. Hat die Schere wieder kaputt ist. Zurücklegen. Soll ich deinen Bart auch abrasieren, Felix? Nein, nein, danke. Das kann nur ein bisschen dauern, weil Giga und so ein bisschen rumrennen, ne? Ohne Fallen. Zu, kann ja nicht mit dem rumspringen, ne? Ja. So. So, Giganaut. Du sollst dich fressen. Ich habe mich extra rasiert. Ah, noch 6 Minuten. Dann kommt Papa pünktlich zur Kuschelstunde. Kommst du nicht weiter? Nee, der Vordergrund wächst noch. Ein Stückchen. Ja. Oh, wie er da rüber guckt. Papa? Oh, oh. Alter, ist der groß. Aua. Dreh dich mal um, Kleiner. Was ihr mal Ähnlichkeiten sieht. Dreh dich, kleiner Sagen. Ja, das ja so genau. Komm kuscheln, geh zu deinem Papa. Der ist ja wirklich um so wenig, so winzig dagegen. Guck dir das mal an.
was wir gleich die Dings. Ja, das ist. Nicht fressen! Ich tu doch brüllen. Toll, jetzt ist er taub, der Kleine. Gigataubikus. Pass, ein Foto machen, warte, ich mach gleich mal ein Foto, warte, ich will mich da so hinterstellen. Oh, genau da hat er gestanden, wo die Pfote jetzt steht. Oh Mann. Ja, das ist perfekt. Und? Möchte kuscheln. Na gut, komm her. Ja, wupp, wupp. Ich glaube, der gibt mir einen Kopfnuss eher. Sehr schön. Imprinting plus 6%. Gucken, was er will. Und er will. Kibbel, Mantis-Ei. Mantis? Ja. Du Kleiner. Ich sag das so richtig ungern, aber. Was war's denn jetzt? Wir haben noch kein Mantis-Ei. Seh nicht was anderes aus. Du kannst alles, also du kannst sehr viel anderes haben. Wir haben richtig geiles viel Leder. Ich kann dir auch ganz frisches holen. Aber Mantis-Ei haben wir nicht. Aber ich kann dir sagen, wenn du groß bist, dann kannst du ganz viele Mantis fressen. Ganz viele, ganze Mantis. Oh, das tut mir so leid, der Kleine. Vor allem, da geht's ja auch nicht weiter, ne? Da. Unter diesem Mantis runterherkrieche. In der Hoffnung, Eierdieb sein zu können. Ich glaube, ich steck fest. Ich muss erstmal versuchen, hier wieder aus dieser Base rauszukommen. Ich hänge nämlich fest. Das Scheißvieh über mir hat sich bewegt. Okay, jetzt stehe ich. Bewegt sich das denn auch? Ah, ich kann rausspringen. Ja, ja, komm schon. Oh ja, okay. Ist da lang? So, das zweite Ei ist weg. Ja, ja, eins reicht ja erstmal. Ja, die werden bestimmt noch mal werfen. Für Sonderwünsche der Kleine hat. So, ich hab dir gesagt, wir haben es nicht, aber wir haben es hingekriegt. Du kannst dich bei Feli und Keks bedanken, dass du jetzt doch was kriegst. So, haust dir rein. Und, 3, 2, 1, und er will. Kuscheln. Ich weiß nicht, guck mal, ob ich mit dem kuscheln will. Kuscheln? Der ist süß. Oh, der reißt mir den Kopf ab. So ist besser. Okay. 6%. Jetzt ist er. Oh, der ist nochmal gewachsen, glaube ich. Du wirst, glaube ich, angegriffen. Ja. Oh, oh, Feuerdrache hinter mir her. Ich flieg nach oben und Gift. Hilfe. Ja, ich komme auch noch oben. Bin oben, raus. Mach mal die platt. Die Drachenkriege hier. Oh, oh, Feuer. Huh. Du hast drei Drachen hinter dir. Okay, du greifst an von hinten? Ja. Ich nehme mich um und greife auch an. Die sind jetzt alle direkt hinter mir. Ein bisschen Schaden habe ich schon mal gemacht. Das sind vier Drachen. Wollen wir das wirklich versuchen oder sollen wir abhauen? Versuchen's.
Achte auf deine Ausdauer. Wenn du kaum noch Ausdauer hast, dann lande und bekämpfe sie am Boden. Lass uns versuchen, erst den Giftdrachen zu töten. Der ist auch schon fast tot. Ich muss erstmal am Boden. Ja, pass bloß auf, dass du nicht von Gift getroffen wirst. Getroffen wirst, Mann. Versuch's. Meiner ist halb tot. Dein Drache? Ja. Komm schnell zu mir. Ich bin gleich nämlich erholt. Okay, der Gift ist tot. Oh, meiner ist fast tot. Ich muss hier weg. Ich hab die Drachen angegriffen. Wenn du komplett erholt bist, hau ab. Fast komplett. Bist du das da vorne? Ja. Okay. Ich lebe nur noch ein Viertel. Also mein Drache. Und deinem geht's auch ziemlich gut, ne? Ja, ich hab die gerade ein bisschen... Fütter ihn. Ja, das dauert nur ewig, bis der hochgefüttert ist. Ich hab die gerade ein bisschen abgelenkt. Vorsicht. Cool. Direkt zu mir hingelockt. Beste, oder? Beste. Ich dachte, wir greifen uns gemeinsam. Das sind drei feindliche Drachen und meiner ist so gut wie tot. Wir verlieren gleich einen Drachenschatz. Nein. Dann lock sie bitte nicht zu mir. Und achte auf deine Ausdauer. Ich bin zwischengelandet eben. Ach fuck, der ist immer noch hinter mir. Deine Ausdauer, das ist doch gut. Flieg weiter. Ich muss immer weiter raus in die Wüste. Oh Gott, der ist gleich tot. Ey, beeil dich. Ja, ich versuch's ja. Wo bist du? Ich seh dich nicht mehr. In der Wüste, hab ich doch gesagt. Du hast ihn zu mir hingelockt, du wirst ja, wir wissen, wo wir sind. Ja, aber ich dachte, du wärst vielleicht mittlerweile woanders hin. Du siehst, das Level ist dann erst tot. Doch. Andi, da ist auch einmal Mais für dich. Ich trainiere! Dann esse ich dein Mais. Okay. Oh, guck mal, ich bin in dem Ei. Ich bin der Giga. Feli. Da, ich bin das Ei. Guck da. Ich würde dir empfehlen, dass du mit dem Dino vor die Tür gehst, also damit er nicht zu groß wird und er hinterher nicht passt oder so. Willst du sagen, dass der fett ist? Doch nicht. Wie bleibst du bitte kurz? Jetzt hast du mich in dich, mich in dich. Ich stecke in dir fest. Ich bin deine Beine. Oh, Andi.